Hallo und schönen guten Tag an alle altgriechisch Interessierten. Herzlich willkommen zu meinem 31. Video. Mein letztes Video war ja so ein bisschen Grammatik, habe ich so ein bisschen über das Imperfekt, über das Augment geplaudert. Heute geht es weiter mit einer Textübersetzung oder mit der Vorbereitung einer Textübersetzung. Ich habe mich ja im Augenblick eingeschossen auf Xenophons Memoria in der Xenophon, also so ein bisschen. Ja, mit dem Themengebiet Platon und Sokrates hantiert. Er ist ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Die Textstelle, es geht eigentlich weiter, das ist glaube ich das dritte Kapitel. Die Textstelle, die ich hier rausgesucht habe, ist eine super tolle Textstelle. Da kann man ganz große Klasse mit die Partizipien üben, also finde ich wenigstens. Deshalb schreibe ich auch gleich einmal auf. Also das Erste, was macht man, wenn man so einen Text vorgesetzt bekommt? Man rettet sich erstmal in die kolumetrische Schreibweise, um diese erschreckende Blockschreibweise, die da vorliegt, erstmal zu umgehen. Das ist ja ganz beeindruckend. Und als Zweites, das wäre dann die Hausaufgabe, Verben und Verbformen, und das sage ich schon mal in diesem Text hier besonders mit einem besonderen Augenmerk, die Partizipien, die kann man hier super toll einmal üben. Ich mache einmal vor, bevor ich vormache. ihr könnt die Sachen natürlich von meiner Homepage hier downloaden, und zwar in PDF-Form, dann könnt ihr euch das so ausdrucken, weil ich mache jetzt schon mal die kolumetrische Schreibweise. Braucht ihr das nicht selbst zu machen. Also wir achten nur auf die Satzzeichen. Vielleicht nicht wie so ein, wenn man so einen Text übersetzt, kann man natürlich schon so ein bisschen altgriechisch, vielleicht nicht wie so ein Pferd mit Scheuklappen, nun über überhaupt nicht dahin gucken. Hier esefere, da sieht man so klar, das ist schon das erste Verb, da freut man sich riesig drüber. Und auch gleich ein Komma, da kann schon gar nichts passieren. Also wir machen da mal eine schicke, ich mache mal zwei, dann kann man da so ein bisschen reinschreiben. Dann geht es hier weiter. Bis hierhin, dann kommt ein Punkt, dann machen wir, uns einmal so einen Block. Und wenn man das dann etwas, ich guck mal, 20, klasse, dann nehme ich mal 20, damit wir das in eine Reihe kriegen. Dann haben wir Hypolambanusi, das U, Tus, Ornitas oder Tus, Edenai, oder ist mir was. So geht das, glaube ich, weiter. Also nochmal von vorne. Das ist ziemlich lang. Das ist schön. Ja, das ist erstmal, das ist jetzt ein bisschen länger. Das macht aber gar nichts. Ich mache das mal ein bisschen. 16. 14. Ja, oder vielleicht 15. Nee, doch 14. Also, so lassen wir das mal. Ja, jetzt sieht man, man hat schon, es handelt sich offenbar um zwei Sätze, ein Punkt, Komma, Komma, Punkt, und hier oben auch nochmal ein Komma. Das kann man schön zeilenmäßig bearbeiten. Und die Aufgabe wäre eben, das ist jetzt abgehakt, Verben und Verbformen hier, besonders die Partizipien, und das machen wir dann im nächsten Video. Ich freue mich drauf, sage bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.